Es gibt nicht ein einziges Ereignis in Gossenhof, was mich darin bestärkt, hier zu bleiben, sondern wenn, dann ist es immer das Gleiche, nämlich die Offenheit der Menschen und ihre Toleranz füreinander und dass sie eben bereit sind, auch Experimente zu machen und Dinge zu entwickeln, die für andere Kirchengemeinden unvorstellbar wären. Ich heiße Peter Bielmeier und bin Pfarrer in der Dreieinigkeitskirche Gossenhof und habe damit den Job meines Lebens gefunden. Ja, es war in der Mitte meiner zweiten Amtsperiode als Stadtrat. Da war ich ja bereits zuständig für diesen Stadtteil. Als Stadtteilpate kann man nicht sagen, aber sobald hier Bürgerinitiativen entstanden sind, bin ich immer hier vor Ort gewesen, habe zugehört oder selber Veranstaltungen auch durchgeführt. Und in der Mitte der zweiten Amtsperiode gab es dann im Amtsblatt der Landeskirche die Ausschreibung dieser Stelle, wobei ich dann beim Lesen gedacht habe, also Gossenhof kenne ich und ich kenne die Menschen dort, ich kenne ihre Lebenslagen, ich kenne die Atmosphäre, die mir gefällt, bewerbe ich mich doch mal drauf nach Gossenhof. Glücklicherweise und überraschenderweise bin ich dann hier doch auf die Stelle gekommen. Man wollte mich offensichtlich. Und das war schon ein glücklicher Moment, als sie die Zusage der Landeskirche erhielt. Also das Bild von der Atmosphäre und den offenen Menschen, denen ich vorher schon hier begegnet bin, hat sich bestätigt. Was ich damals schon gemerkt habe, war, dass die Kirchengemeinde selbst sich in die nichtkirchlichen Meinungsbildungsprozesse wenig eingeklinkt hat. Das wollte ich von vornherein verändern. 1903 war es ein ausschließlich evangelischer Stadtteil. Die Kirchengemeinde war eine der größten in ganz Bayern. Das hat sich natürlich im Laufe der Zeit verändert. Damals weit über 20.000 Evangelische, inzwischen nur noch 3.600. Das heißt, die Kirche ist eigentlich für diese Gemeindegröße zu groß. Nur für Gottesdienste brauchen wir diese Kirche nicht. Die können wir auch im Gemeindehaus machen, die Gottesdienste. Außerdem wollten wir uns nicht nur als Minderheit sozusagen zurückziehen und unsere Traditionen pflegen, sondern auch etwas für den Stadtteil tun. Denn wir sind hier im Stadtteil natürlich länger als viele andere Player im Quartier. Wir wollen die Kirche öffnen, nicht nur räumlich, sondern auch programmatisch. Wir wollen Kirche für den Stadtteil sein. Und nicht nur für die Evangelischen. Also wir bieten natürlich vieles an, was in einer Dorf- oder Landgemeinde nicht möglich wäre. Allerdings ist unsere Kirchengemeinde da toleranter als mancher Künstler selbst, der zunächst zu uns kommt und sagt, ich würde gern dies und das bei euch machen, aber die Figur oder das Bild oder das Lied kann man auch weglassen, schließlich ist das in der Kirche. Und wenn ich denen dann sage, also wir haben eigentlich nichts dagegen und die Kirchengemeinde selbst auch nicht, dann sind die oft selber ganz überrascht, dass so etwas in einer Kirche möglich ist. Also wir hatten zum Beispiel schon viele Konzerte in der Dreieinigkeitskirche, wo Besucher mit ihrem Rotweinglas in den Bänken saßen, zugehört haben. Bei einem Konzert haben sie auch ihr Rotweinglas stehen gelassen und haben vor dem Altarbereich zur Musik getanzt. Auf der anderen Seite hatten wir auch schon eine Kunstausstellung mit einem riesen Phallus in der Kirche, der sehr wohl genau in Augenschein genommen wurde, hat aber nicht zu weiteren Protesten geführt. Motorradfahren ist was anderes wie Autofahren. Man ist viel konzentrierter dabei, man ist mehr in dem Moment des Fahrens lebendig. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Und das, muss ich sagen, ist, als wenn die ganze Welt und alle Probleme oder Konflikte oder alle 1000 Briefe, die man im Monat so kriegt, plötzlich überhaupt keine Bedeutung mehr haben. Ja, es ist ja so, dass die Dreieinigkeitskirche im Zentrum Gossenhofs steht. Mit der Grünanlage, der Veit-Schloss-Platz liegt drumherum. Optisch und städtebaulich ist sie wie eine Dorfkirche orientiert in diesem Quartier. Das bedeutet, dass diese Position allein schon genutzt werden kann
für zentrale Veranstaltungen, für kulturelle Angebote und vieles mehr. Offene Kirche für den Stadtteil heißt ja nicht nur, dass man die Menschen in die Kirche einlädt, sondern dass auch um die Kirche herum etwas stattfindet, was jeder sofort sieht, der an der Kirche vorbeigeht. Das ist die Rockkirchweih, das ist das Stadtteilfest, auch zur Rockkirchweih. Und jetzt kommt noch hinzu, dass wir einen Adventsmarkt vor der Kirche machen wollen, vom 30. November bis 24. Dezember. Also das Besondere an Gosdorf sind aber die Menschen, die hier wohnen und die hier anders miteinander leben, wie ich meine, als in anderen Stadtteilen. Gosdorf ist wie ein Dorf organisiert, sozial organisiert. Man kennt sich, man hilft sich, man lässt sich leben. Leben und leben lassen ist so ein Stichwort hier im Gosdorf. Wenn ich hier vor die Tür gehe, um eine Zigarette zu rauchen, dann habe ich mindestens 5 Gespräche, wo ich in anderen Gemeinden 5 Hausbesuche hätte machen müssen. Ja, was mir ein bisschen auf den Keks geht, sind die ganzen Graffitis, die überall an den Wänden hängen. Besonders an unserer Dreieinigkeitskirche. Ab und zu wird mal jemand erwischt und dann stellt sich heraus, dass es im Grunde recht arme Personen sind, die da aus was weiß ich für Motiven einfach was hinsprayen, was man wohl keinesfalls als Kunst, sondern bloß als Markierung verstehen kann. Was sich verändert, hier in Gosdorf, das sehe ich auch in unserer Kirchengemeinde. Wir haben dadurch, dass es ein sehr junger Stadtteil ist, auch bei uns als Kirchengemeinde sehr viele junge Kirchenmitglieder sind, mehr Taufen als Beerdigungen. Das ist mehr oder weniger einzigartig in Nürnberg, soweit ich das weiß. Wir stellen fest hier, dass die Kinder zwar getauft werden, vielleicht dann sogar hier zur Schule gehen, aber spätestens bei der Konfirmation oder beim Konfirmandenunterricht sehen wir sie nicht wieder, weil die Eltern in Speckgürtel gezogen sind, weil sie für ihre Kinder ein bisschen Grün vorm Haus haben wollen, sodass also die Fluktuation der jungen Menschen in Gosdorf sehr groß ist und die Gefahr, die ich darin sehe, ist, dass die Identifikation mit dem Stadtteil über die Jahre verloren geht, dass viele Menschen hier ihr Leben als Übergangsstation empfinden und definieren. Meine Vision von der Dreieinigkeitskirche besteht darin, dass Menschen in 10 Jahren, die in Gosdorf leben, vielleicht sagen am Freitag, Samstag, Sonntag oder auch unter der Woche, heute würde ich mir gerne was Gutes tun in meiner Freizeit. Schauen wir doch mal ins Programm der Dreieinigkeit, was heute wieder los ist. So dass wir also ein Angebot für den ganzen Stadtteil haben, das auch bekannt ist und erst einmal in unser Programm geschaut wird, bevor man weiterzieht in die Meistersingerhalle oder sonst wohin.